Und da gilt dann auch die Demokratie nicht mehr. Das gilt alles nicht mehr. Ja, wenn dann bei Wahlen etwas herauskommt, was den Einheitsparteien nicht ins Konzept passt, dann ist nichts mehr so, wie es vorher gewesen ist. Dann machen wir die Regeln einfach neu. Das ist der Plan, an dem Sie da jetzt arbeiten. Nicht? Also wenn die FPÖ stärkste Kraft ist, dann ist das vollkommen irrelevant. Früher war es zwar immer wichtig, aber dann ist es wurscht. Dann heißt es nämlich, nicht die FPÖ hat gewonnen, sondern alle anderen zusammen. Alle anderen zusammen haben dann gewonnen. Also wie wenn bei der Europameisterschaft, heuer Fußball, ne? Wie wenn dann nicht der Sieger des Endspiels der Europameister ist, der hat das zwar gewonnen, das Turnier, aber dann kommen alle anderen daher und sagen, ja, aber gemeinsam haben wir mehr Tore geschossen und mehr Punkte gemacht als der Sieger. So verrückt ist das, was die da alle aufführen. So verrückt ist das. Man fragt sich ja, wofür man dann überhaupt noch wählt. Weil worum geht es denn bei den Wahlen? Bei den Wahlen geht es darum, festzustellen, welche Partei die meiste Unterstützung von den Wählern hat, vom Souverän. Ja? Das ist der Sinn der Wahl. Und diese Wahl ist das Herzstück der Demokratie. Und aus diesem Wahlergebnis wird logischerweise alles abgeleitet. Sonst brauchen wir ja von einer Demokratie nicht mehr reden. Aber ihr seht, wenn es Ihnen nicht ins Konzept passt, dann ist auch den sogenannten Paradedemokraten die Demokratie vollkommen wurscht. Und wir sind die Einzigen, die sie hochhalten und die sie verteidigen. Und da bin ich stolz drauf, auf diese Sonderstellung, liebe Freunde.